Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisternhof am wunderschönen guten Tag, Mensch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim Düngen des Feldes 7 und ja, der ist jetzt fertig, den können wir jetzt abschließen und wieder zurückfahren zum Hof und dann schauen wir mal weiter. Dann glaube ich, werden wir ansehen oder was wir als nächstes zu tun haben. Warte jetzt einmal, ich muss kurz schauen. Er ist jetzt fertig dann. Ah, dann können wir das so machen. Dann werden wir jetzt noch das, was er übrig gelassen hat. So, und das da hinten noch. So, dann können wir schon auf das Feld wieder was ansehen. Aber jetzt müssen wir aufs Feld 7. Ah, da hat auch noch was stehen gelassen. Ja, jetzt steht eigentlich wieder Feldarbeit an. So. Dann schauen wir einmal. Jetzt flott dahin, 80 km/h und gib ihm. Das sind die schönen Geräte und jetzt geht's da hinten zum nächsten Feld. Dann hat er da wieder viel Spaß. Das war jetzt zu schnell. Ich brauche mal um 13:25 Nachmittag brauchen wir keins. So, Feld 7. Er hat jetzt Spaß, 25 Minuten braucht er dafür. Dann wünsche ich dir da viel Spaß. Dann sehen wir uns später wieder. So, jetzt gehen wir einmal ansehen. Oder braucht das jetzt noch was? Nö. Können wir eigentlich ansehen. Aber dazwischen müssen wir einmal zum Händler Saatgut kaufen gehen. Dann gehen wir das schnell machen. Und dann geht's eigentlich los mit ansehen. Jetzt mal schauen, was wir noch ansehen. Und dann passt's. Und jetzt einer. Uiuiui, das war knapp. Die Kurven sind immer gut. Weil man da nicht sieht und einer kommt. Das ist immer so eine 50-50 Chance. Aber naja. Uiuiui. Boah. Das war jetzt nicht gut. So, dann. So sehen wir schon, auch da steht noch was. Das ist Dünger und da ist noch. So, dann kauft man noch schnell als Saatgutpaletten. Passt, dann geht's auf zum Feld. Oder ich kann jetzt gleich mal durchschauen, was wir als nächstes uns sehen. Haben wir mir ein Schneidwerk für Sonnenblumen.
Ja, dann hol. Sehen wir einmal Sonnenblumen an. Weißt du, das kann. Uiuiui. Oder was ist ein Raps? Kann man auch mal Sonnenblumen schauen. Ah, die kommen gar keine. Ja, da müssen wir Sojabohnen. Dann setzen wir Sojabohnen an. Auf die 13 müssen wir jetzt. Ah, jetzt ist wieder 50. Das war dann noch da hinten rum und dann geht's los mit Ansehen. Ui, da war voll gelenkt. Beim Baum kann man nicht durchfahren. Aber naja, es kann ja passieren. Und da geht's jetzt wieder raus. Ist glaube ich Feld 13. Jo, dann passt das eh auf Feldarbeit. Dann kann ich schon loslegen. Viel Spaß. 20 Minuten. Ja, dann wünsche ich auch viel Spaß. Wie schaut's da aus? Er braucht nur 21 Minuten. Was müssen wir jetzt machen? Lass mal einmal die Zeit wieder auf 1 laufen. Dann schauen wir mal dort zur Palettending. Lose Stroh kann ich das ganz machen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder Gras mähen. Der steht hinten. Und dann machen wir aus dem Heu, würde ich sagen. Dann fahren wir mit der Primus drüber. Uiuiui. So, das machen wir hinten drauf. Das vorn. Und dann geht's dahin. Was kosten eigentlich so ein Zeta? Baumwolltechnik? Zeta. Oder Wender. 11.000. Ja, dann komm, holen wir das. Dann holen wir das gleich ab. Jetzt gehen wir zuerst einmal Gras mähen und dann holen wir den Bänder ab. Und keiner passt. Gehen wir fahren. So, gehen wir da reinfahren.
Oh. Na, bitte nicht. Mann. Nein, dann müssen wir das mit dem anderen machen. Dann fahren wir schnell den Wender holen. Dann können wir wenigstens mit den Wänden. Uiuiui. Uff. Hallo? Ja, toll. What? Dafür haben wir hier unseren starken Barmot. Der geht das schon. So. Dann würde ich sagen, gehen wir den schnell holen. Und dann gehen wir mit einem anderen stärkeren Tag, da können wir dann das mähen, weil der Unimog ist ja mit Tiefenlockern beschäftigt. Ah, ist ein schönes Schmuckstück für den Anfang. So. 4 oder 5 Meter Arbeitsbreite. Ich bin schneller wie der BMW-Fahrer. Na, Audi-Fahrer ist das. So. Dann haben wir einmal schon die neue Technik dafür. Und dann geht es eigentlich weiter mit Ernten oder Mähen, besser gesagt. Dann lassen wir das einmal da stehen. Würde ich sagen, stellen wir das einmal unter das Dach wieder rein und dann nehmen wir den einmal zum Mähen wieder. Den Chef höchstpersönlich. Ah, das ist richtige Hupen. Richtiges Fahrzeug, richtige Hupen, das passt genau zu den richtigen Männern dazu. So. Müssen wir noch schnell einpacken. So dann. Wenn wir dort wieder oben. Oh, das macht nichts. Der fährt ja 53 km/h. Und umleuchten an. Weil der hat ein bisschen Überbreite. Mit den dicken Reifen. So. Können wir das einmal schnell abmähen da. Das machen wir in der Innenansicht. Muss ich nur schauen da beim Zaun entlang. So, ah, jetzt stecke ich fest. So, aber den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch Abonnent dieses Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne machen, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann bis dahin, macht's gut, ciao.